Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen das Spiel an. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was ist er denn hier am Kreiseln? Keine Ahnung. Wir brauchen Holz, wir brauchen Lehm, wir brauchen sehr, sehr vieles. Oh, Moment. Hier, da. Kannst du mal gucken. Haben wir hier noch Relikte? Schicke Arbeiter. Relikte sind in allen Königreichen enorm kostbar. Jo, das habe ich schon festgestellt. Oder haben wir schon viel mehr festgestellt? Kaffee ist auch sehr kostbar. Ja, und ich habe mir halt jetzt ernsthaft überlegt, ich werde das tatsächlich so machen. Ich werde dann offscreen hier so diese ganzen Feinarbeiten, also hier diese Umgestaltungsgeschichten für unser Königreich durchführen. Das mache ich nicht während des Let's Plays. Da muss ich entsprechend andere Wege gehen. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch weiteren Wohnraum, meine ich. Und wir brauchen natürlich ein Einwohner hat kein Zuhause. Meine Güte. Einer ist es. Wir haben da noch ein paar Bäume, beziehungsweise etwas Holz haben wir noch. Da brauchen wir 300 Feichen. Dann würde ich doch sagen. Da ist der Eingang. Dann drehen wir das Ding da dran. Zack. Boing. Komm, wir machen noch mal. Gehen wir da noch hin? Gehen wir nicht hin. Ja, wir brauchen sowieso, ne, wir brauchen alles. Gibt es hier Relikte, hat er gefunden? 4 Stück? Oder ne, 3 Stück, ne? Wir hatten eins, hatten wir, glaube ich, noch. Und, ja. Das ist, glaube ich, ist das Lehm? Ne, das ist Dickicht. Das ist Kohle. Das ist wieder Dickicht. Da vorne ist Holz. Da müssen wir dringendst hin. Wir brauchen Holz. Ja. Sorry, wenn ich hier im Augenblick so, ne, wieder durch mehr oder weniger in der gleichen Gegend rumdümpel. Das Problem hatte ich ja letztens schon ganz kurz angesprochen. Aber wir müssen uns erstmal wieder mit allem Möglichen eindecken, bevor wir uns irgendwie zu einem anderen Königreich auf den Weg machen können, müssen, wollen, tun, wie auch immer. Ich guck mal kurz auf die Karte nach. Wir sind immer noch hier. Wir sollten uns mal nach da begeben, würde ich vorschlagen. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Das sollte ich auf jeden Fall als nächstes anpeilen. Wir könnten ja dann hier so irgendwie, ne, diese Inseln da irgendwie mit grasen. Schauen wir mal. Aber wir sollten uns hier den nächstgrößeren Ort, nächstgrößere Landmasse, wie auch immer, mal anschauen. Ich mache mal die Map wieder zu. Sind wir mittlerweile in Reichweite von dem Holz oder noch nicht? Schick mal meine Flieger los. 7 Stück kann ich, ne? Das geht. Sehr gut, ja. Die Jungs können das. Und das dann auch noch direkt noch hier so eine Ruine. Vielleicht kriegen wir da noch so ein paar Relikte mit. Man weiß es nicht. Das könnte theoretisch Lehm sein oder ist das Lehm? Ich kann es mir einfach nicht merken. So von der Farbe her. Dickicht und Lehm ist für mich immer so eins. Und ich sollte vielleicht auch mal hier drauf zentrieren. Damit man das schöne Königreich auch sieht. So, jetzt sind sie immerhin mal schon zufrieden. Der eine ist jetzt versorgt. Wir haben hier jetzt noch das Problem hier mit dem Minarett. Dessen Einzugsbereich nicht so groß ist im Moment. Da wird eifrig gerade dran geforscht. Und wenn wir entsprechend Holz haben, okay, der Wald ist leer. Wir müssen dringend was für unseren Auftrieb tun, wie man da sieht, das wird aber schwierig. Mr. Nandos, was hast du denn da wieder gemacht? Das Moped muss ich da erstmal verschieben. Das ist der Nahrungsspeicher. Den würde ich vielleicht erstmal hier so hinsetzen wollen. Dann. Moment. Passt das überhaupt?
Ja, nur zur Erläuterung, weil ich hier gerade über stark überlege, ohne euch wieder mit einzubinden. Wir brauchen dringend Auftrieb. Und ich würde ganz gerne hier noch so Flatterteile da anbringen. Da wir sowieso mehr Wasser brauchen. Wir brauchen natürlich auch mehr Nahrung, ne, ganz klar. Wie schwer ist das Moped da? Nee, nicht Akademie. Das habe ich nicht angezeigt. Lagerung. Wasserturm. Der benötigt 2 Auftrieb. Es wird knapp, aber das geht noch. Vom Holz her geht es auf jeden Fall. Moment, ich mache mal hier so ein bisschen die Kehrtwinde. So, ich würde ganz gerne, dass das Asim vom Gewicht her entsprechend gleich ist. Ich sehe immer nie den Zugang, Eingang, wie auch immer. Hat er hier keinen? Wahrscheinlich egal, ne, bei dem Teil. So, wenn ich das Teil da dran setze, wenn es denn gehen würde. Jetzt, okay. Wie sieht das denn? Oh Mann, ey, auf der anderen Seite aus. Da habe ich da einen Weg drumrum. Das sieht soweit, glaube ich, ganz gut aus. Moment, dann gucke ich mal mit dem Weg. Kriegen wir das hin? Weg. Jo, das klappt ganz gut. Hier Weg, da Weg, alles Weg. Mehr Weg. So, damit hätten wir jetzt da einen weiteren Wasserspeicher, den wir auffüllen können. So, ne, das ist jetzt, zum einen ist es jetzt sehr, sehr schön symmetrisch und zum anderen von der Gewichtsverteilung her dann auch besser, hoffe ich. Das sieht identisch aus, das sieht identisch aus, genau, sehr gut. Dann Auftrieb, Moment, bauen. Ich habe kein Holz mehr dafür. So. Oh, wir brauchen. Wir brauchen Lehm. Ach, auch das noch. Stimmt. Da war ja was. Wir brauchen Lehmziegel. Wo ist hier Lehm? Ich brauche Lehm. Und zwar sehr viel Lehm. Warte mal, bevor ich das mache, machen wir erstmal hier noch den hier. Ach, da sind die Relikte gefunden. Alles klar, das zeigt er immerhin an. Das ist cool. Das ist mit Sicherheit Dickicht. Wir merken uns die Farbe und die Form, dann ist das Lehm. Kohle. Okay. Das ist also auch kein Lehm. Wo war der Lehm? Ich habe irgendwo war da noch was anderes mit einer anderen Färbung. Auch so ein Klumpatsch. Was ist das denn hier? Lehmvorkommen. 16 verbleibend. Komm hier. Bla, blub. Sofort hin da. Und lass jucken, Kumpel. Wir brauchen Lehm. Und zwar jede Menge. So, wie sieht es da vorne aus? Okay. So, Lehmvorkommen ist also das. Groß, Papi. Ich glaube, das wird nicht sehr viel. Oder es war nicht sehr viel Lehm. Irgendwie 16 Einheiten. Wo hätten wir denn noch Lehm? Wie weit kann ich denn hier mit der Karte überhaupt so interagieren? Der Erforschungsradius oder der Guckradius ist nicht sehr groß. Also hier ist weiter nichts mehr. So auf den ersten Blick sehe ich da Lehm, so eher weniger. Wenn ihr Lehm sehen solltet, schreien. Wäre schön. Klappt nur nicht. Gut, wir kommen hier nicht weiter. Karte. Ich will in diese Richtung. Das hatte ich ja angedroht, das zu machen. Dazu müsste ich mich aber erstmal komplett anders ausrichten. Und ich kämpfe immer noch mit der Steuerung. Ich glaube, ich werde in 10.000 Jahren noch mit dieser Steuerung kämpfen. Tut mir sehr leid, aber es ist, wie es ist. So. Karte. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. Durch Zufall richtig gemacht. War reiner Zufall, kommt nicht wieder vor.
Das sieht erstmal so generell nicht verkehrt aus, was ich da mache. Aber wir wollten ja auch mal so ein bisschen bei den kleinen Inseln da gucken. Vielleicht finden wir ja da noch das ein oder andere. Ist das dem? Lehmvorkommen. Sehr cool. Dann direkt mal hier. Ach, oh, ja, dann ist das gut. Technologiebaum öffnen. Wir haben die Reichweite des Minaretts um 50% verbessert. So, und die Leute sind da Gott sei Dank immerhin noch zufrieden. Okay. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal im Bereich Sehnsüchte. Aber nicht den. Alles gewonnen. Also da können wir weiter nichts mitmachen. Das ist traurig, aber wahr. Was ist hier mit dem Ruder? Kann ich das jetzt bauen? Wir brauchen 5 Lehmziegeln, 5 Holz. 6 Lehmziegeln haben wir aktuell. Und wir haben aber noch ein bisschen Lehm und das weitere Lehm soll folgen. Dann würde ich erstmal das Ruder überhaupt nicht. Antrieb, Auftrieb und Flügel will ich bauen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Warte mal. Auftrieb. Wir machen mal hier so einen Flattermann. Den würde ich natürlich. Mal hier vielleicht mal ein bisschen näher ran. Geht das? Ein bisschen knapp, aber das geht. Aber erstmal hat sich da jetzt nichts verbessert, ne? So auf den ersten Blick, auch betriebstechnisch. Ich meine, klar, die Dinger sind noch nicht gebaut. Werden aber jetzt gerade hergestellt. Merken uns, ne? Wir haben immer noch ein Problem. 78, sehr cool. Also wird besser. Sehr cool. Ja, macht ja auch Sinn. Sehr schön. So, der andere ist noch gar nicht fertig. Da tut sich dann auch noch ein bisschen was gleich. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Auftrieb. Glaube ich. Hallo, Kaffee. Entschuldigung. Das war das Mikro. Kaffeetasse auf Mikro oder umgedreht. Das verträgt sich nicht. 90. Ich bin begeistert. Wir haben das richtig gemacht. Ah, da habe ich mal was gelernt hier. Cool, dann würde ich sagen, wir haben hier einen Speicher für Nahrung. Da setze ich doch direkt auf der anderen Seite noch einen hin. Moment. Ich schau mal. Lagerung, Nahrungsspeicher. Wir brauchen dafür 6 Holz. Das kriegen wir noch zusammen. Wie habe ich das gemacht? Der ist ein so ein Streifen ist da. Wow. Zentrieren, drehen. Boah, das ist ein bisschen. Das Ding hat auch einen Wendekreis hier, ne? Wahnsinn. So müsste das dann sein. Genau. Dann bauen wir da noch den Nahrungsspeicher hin. Ich schau mal in der Zwischenzeit, wenn wir Püffenzeit aus. Ja, das hat jetzt unheimlich viel gebracht. Das ist jetzt. Zufälligerweise ist genau die Gebäude jetzt mit dabei. Das bringt ja gar nichts. Wie nah soll man denn da die Wohngebäude bauen? Vor allen Dingen, ja gut, man könnte dann vielleicht den Weg weglassen, wenn das irgendwie geht. Was ich nicht glaube. Aber könnte man ausprobieren. Aber das sind Dinge, ne, da habe ich ja schon gesagt, das sind so Sachen, das mache ich dann alles offscreen. Diese ganze Umgestaltungsgeschichte, das mache ich nicht hier. Hier baller ich die Sachen dran, die wir dran ballern müssen. Und alles andere kommt später. So, ich rede wieder rum und mach nichts. Wir brauchen drin. Ja gut, wir haben noch ein bisschen Wasser. Wir haben ja alles klar. Technologiebaum. Wir machen jetzt in die Pause, damit das hier nicht die Zeit im Spiel weitergeht. Prost. So, Moment.
Was macht hier am ehesten Sinn? Stadtzentrum. Erhöht das maximal mögliche Tempo um 20% in 32 Stunden erforscht. Was ist das? Erhalte mehr Ressourcen zurück, wenn du Gebäude umstellst oder abreißt. Erforscht in 16 Stunden. Das machen wir. Das mache ich als nächstes. Ready up. So. Sind dann im Bereich des Grundlegenden. Weiter geht's. Da haben wir die Möglichkeit, eventuell Leute zu bekommen. Das will ich gar nicht. Wie sieht das hier? War da noch nicht irgendwas mit Lehm? Hatte ich da nicht irgendwie Lehm irgendwie im Hinterkopf gehabt? Zwei verbleibend? Irgendwie ist aber viel. Wenn man dort gehen kann, warum mache ich nicht direkt 5? So. Achso, jetzt ist es leer. Ja gut, war ja nicht so viel. Okay, weiter geht's. Bei der nächsten Gelegenheit sollte ich Wasser und Nahrung bunkern. Beides haben wir jetzt die Möglichkeit zu 80%. 80 Einheiten. Uns da entsprechend zu besorgen. Hätte schon mal nicht verkehrt. Ja. Wird dann wieder Arbeiter woanders beschäftigt. So. Kann im Augenblick so gar nichts dazu sagen, wie hier. Ich glaube, der hat eine, so wie das aussieht, hat er eine leichte Neigung nach hinten. Spricht dafür, dass wir irgendwie nach vorne irgendwas machen müssen. Entweder im Bereich Lagerung, Technologie, je nachdem, was wir gerade brauchen. So, wie sieht es aus? Nahrungstechnisch. Aktuell. Da sind wir bei 32. Was nicht verkehrt ist. Oh, es geht zurück. Deutlich mehr. 13 verbleibend. Ja, lass mal kommen. Alles, was geht. Alles, was geht. Ja, wir brauchen noch wieder Quarz. Wir brauchen eigentlich mal alles. So, Dickicht ist leer. Bin wieder begeistert von den fliegerischen Fähigkeiten hier meiner Leute. Dickicht ist leer. Da haben wir noch Holz. Dann würde ich direkt sagen, lass uns noch ein bisschen Holz einlagern. 59. Das ist nicht verkehrt. Wo ist denn hier Wasser? Das wäre eigentlich noch wichtiger als Holz. So ganz nebenbei bemerkt. Ja, Farbgestaltung. Klar, ganz wichtig. Ich brauche dringend die Möglichkeit, hier rumpinseln zu können. Wieso ist denn hier kein Wasser in der Nähe? Was hat denn? Ja, riesiger Bereich, ne? Irgendwie, aber in erster Linie findet man hier Holz. Da sind irgendwelche Städte. Noch mehr Holz, Quarz. Es gibt ja kein Wasser. Überleben die Leute hier, wenn es hier kein Wasser gibt? Wenn ich sitze hin. Ja, dann tut es mir leid. Dann muss ich erstmal wieder irgendwie zurück, weil das bringt mich ja jetzt überhaupt nicht weiter. Und da ist ein Wasservorkommen, da müssen wir erstmal hin. So. Mach die auf den Weg, mein Freund. Wir brauchen ganz dringend Wasser. Ich meine, auf der einen Seite ist es relativ realistisch, dass man nicht alles überall findet. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, wie überleben. Na gut, es könnte natürlich sein, dass es hier offenes Wasser ist. Es kann natürlich sein, dass die Grundwasser da haben, ne, und das pumpen oder wie auch immer, ne, damit Brunnen arbeiten. Und wir aber so dann keine Möglichkeit haben, hier, ne, über so einen See beispielsweise uns da zu versorgen. Ne. Okay, das kann man akzeptieren. Zähne knirschend.
So, ich habe mir überlegt, von wegen, was ist das überhaupt? Das ist ein Lagerhaus. Aha, für Bauressourcen und so weiter und so fort. Also das hätten wir schon. Was ist? Achso, das ist diese Glashütte. Mit ihrem Quarz und so. Mal ganz kurz in die Pause, um zu gucken, was könnten wir denn noch bauen. Grundlegendes Hangar, Weg, Akademie. Man könnte einen weiteren Hangar bauen. Macht im Augenblick jetzt erstmal nicht so Sinn für mich. Ressourcen, da sind wir erstmal gut mit bestückt. Nahrungsspeicher haben wir, Lagerhaus haben wir. Ich könnte natürlich noch eins bauen. Wasserturm haben wir jetzt. Also da haben wir sogar gerne von Nahrungsspeicher und Wasserturm haben wir zwei. Flügel haben wir gemacht. Antrieb, wir könnten weitere Ruder für den Antrieb entsprechend in Erwägung ziehen. Im Bereich Sehnsüchte geht im Moment nur das Minarett. Da werden noch weitere Dinge irgendwann gehen. Gut, ich könnte mir überlegen, dass man hier vielleicht noch dann irgendwie einen Wohnblock vielleicht auch hier vorne hinsetzt. Warum auch nicht? Man muss halt nur gucken, wie sieht das hier aus mit so mit Ekelgeschichten so, ne? Also hier würde nichts gehen, ganz klar. Ich glaube hier mit der da sieht man auch hier diesen Umkreis. Also hier kann man nichts bauen. Also schon, aber ne, keine Wohnblöcke. Das würde sich jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu tun. Was ich machen könnte, was ich schon mal so ein bisschen hier anleiern kann, während wir noch im Pause-Modus sind, ist hier so ein Weg zu bauen. Ja, da ist auch die Zeit wieder rum, sehe ich gerade. Moment. So, und dann einmal den hier. Ja, gut. Das war es erst einmal mit dieser Folge. Oh, man sieht ganz gut, dass der so ein klein wenig nach hinten wegkippt, unser Vogel. Muss mir drunter irgendwas einfallen lassen, dass wir das irgendwie ausgeglichen bekommen. Ja, wie gesagt, Möglichkeit wäre halt, noch ein weiteres Lager irgendwie da hinzusetzen. Ich schau mal. Das war irgendwie produktionstechnisch haben wir erstmal nichts. Was ich als neuere Sachen da reinsetzen könnte. Minarett macht keinen Sinn, ne, weil da wohnen keine Leute, die arbeiten da. Und ich glaube, da ein Minarett hinzusetzen, das wäre wohl nicht so sinnvoll. Ja, das mit den... Was man machen könnte, ich könnte mir natürlich jetzt angucken, hier ne, diesen Umkreis, der da, ne, wo also Lärm, Schmutz, alles ist, wo die Leute nicht so gerne wohnen. Da jetzt Wege zu machen, so weit, dass man so weit rauskommt, dass der Abstand groß genug ist, um da entsprechend Wohnraum hinzusetzen. Das wäre eine machbare Herangehensweise, würde natürlich auf der anderen Seite aber auch sehr viel Platz in Anspruch nehmen. Ne? Also wir hätten dann halt erstmal so eine Totfläche, wo nichts anderes geht, wo nichts anderes dranbauen könnten. Weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal. Ja, vor allen Dingen, da hier ist ja erstmal so nichts fix. Wir können da ständig Sachen, also mehr oder weniger ständig Sachen umräumen, umbauen. Und da hätten wir ja dann auch schon Möglichkeiten. Ich sehe auch gerade, Kohle ist auf 44 runter von 60. Da sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ran. Okay, ja, wie gesagt, wir haben jede Menge noch zu tun. Gut, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja, ne, ihr habt schon hier so an meiner jetzigen Zusammenfassung so gesehen. Wir haben da einiges noch vor uns. Und von den verschiedenen Möglichkeiten, die es da so gibt in diesem Spiel. Und von dem, was wir so machen müssen in diesem Spiel. Da werden wir uns ranbegeben. Bis dahin, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für euer Dabeisein bis hierhin. Ne, auch für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie immer wünsche ich euch alles Gute, genießt die Zeit.